Heute für euch, wie der sprechende Hut einen schweren Fehler beging. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber diskutieren, ob es angemessen ist, dass die Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei so früh in ihre jeweiligen Häuser eingeteilt werden. Und wir werden genau drei Schüler identifizieren, die definitiv ein wenig zu früh einsortiert wurden. Zunächst einmal sind die jungen Hexen und Zauberer erst 11 Jahre alt, wenn sie an der Schule ankommen. Kann wirklich irgendjemand behaupten, dass ihr 11-jähriges Selbst ein genaues Abbild dessen ist, was sie als Erwachsene werden? Vielleicht bei einigen, aber ich glaube wirklich, dass die Antwort in den meisten Fällen ein entscheidendes Nein ist. Lasst uns das mal genauer betrachten. Für viele Menschen, sowohl Muggel als auch magische Menschen, sind die jüngeren Jahre eine Zeit des Erforschens, Experimentierens und Entdeckens, was uns im Leben am meisten interessiert. Hinzu kommt, dass viele Menschen in ihrer Jugend, insbesondere reizbare Kinder, viele egoistische und unverantwortliche Dinge tun. Sie drängen darauf, an einer bestimmten Aktivität teilzunehmen, nur um dann wenige Monate später absolut kein Interesse mehr an demselben Thema zu zeigen. Kann es also wirklich fair sein, dass ein magischer sprechender Hut in die Köpfe junger Hexen und Zauberer schaut und entscheidet, welche ihrer Eigenschaften am stärksten ausgeprägt sind, obwohl sie nur etwas mehr als ein Jahrzehnt gelebt haben? Diese Entscheidung wird sich dann darauf auswirken, wer ihre Freunde sind, wie die Zaubererwelt sie wahrnimmt und letztendlich auch wer sie werden. Persönlich glaube ich nicht daran. Selbst der große Albus Dumbledore hat sich diese Frage gestellt, als er in die Heiligtümer des Todes zu Snape folgendes sagte: Du bist bei weitem ein mutigerer Mann als Igor Karkaroff. Weißt du, manchmal denke ich, wir sortieren zu früh. Er ging weg und ließ Snape mit einem entsetzten Blick zurück. Bevor wir uns nun weiter mit Albus Dumbledores Bedeutung hier auseinandersetzen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um die wichtigsten Eigenschaften zu betrachten, die mit jedem der 4 Häuser von Hogwarts in Verbindung gebracht werden. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff. Gryffindor. Schüler, die in dieses hoch angesehene Haus einsortiert werden, sind von der mutigen Sorte. Sie sind oft zielstrebige Schüler, bekannt dafür, dass sie sich für die Unterdrückten einsetzten. Gryffindors handeln oft impulsiv und stellen später die wichtigen Fragen. Slytherin. Wenn du in Slytherin einsortiert wirst, bist du wahrscheinlich ziemlich clever, ehrgeizig und einfallsreich. Obwohl das Haus Slytherin oft negativ betrachtet wird, hat es im Laufe der Jahre sowohl gute als auch schlechte Zauberer hervorgebracht, darunter solche wie Merlin und der berüchtigte Tom Riddle alias Lord Voldemort. Beide gut als auch schlecht. Ravenclaw. Ravenclaw hat den Ruf, die klügste Gruppe von Schülern in ganz Hogwarts zu sein. Hexen und Zauberer, die in dieses Haus einsortiert werden, sind intelligent, wissensdurstig und haben einen Hang zum Exzentrischen. Viele magische Erfinder sind dafür bekannt, dass sie aus Ravenclaw stammen. Hufflepuff. Bescheiden, fleißig und loyal, das sind die Eigenschaften, die viele Hufflepuff-Schüler beschreiben. Bedauerlicherweise und ziemlich unpassend ist dieses Haus in Hogwarts oft das Ziel einiger Witze. Doch das liegt wahrscheinlich daran, dass Hufflepuffs einfach nicht das Bedürfnis haben zu prahlen. Nachdem wir die 4 Häuser und ihre charakteristischen Eigenschaften erörtert haben, kehren wir zum Zitat von Dumbledore zurück. Warum hat Dumbledore möglicherweise angedeutet, dass Hogwarts seine Schüler möglicherweise zu früh einsortiert? Die Antwort erscheint offensichtlich. Obwohl Snape viele Merkmale verkörpert, die einem typischen Slytherin zugeschrieben werden, wie Klugheit, Einfallsreichtum und Ehrgeiz, war eine seiner herausragenden Eigenschaften tatsächlich Mut. Mut, einer der, wenn nicht sogar der wichtigste Aspekt eines Gryffindor-Schülers. Es scheint plausibel anzunehmen, dass Severus Snape mit zunehmendem Alter und den damit verbundenen Herausforderungen an Mut konfrontiert wurde. Die Rolle als Todesser, insbesondere in späteren Jahren, dürfte keineswegs einfach gewesen sein. In dieser Zeit könnte der sprechende Hut, hätte man ihn später eingesetzt, Snapes aufkeimenden Mut erkannt haben. Vielleicht wäre seine Tapferkeit als junger Teenager hervorgetreten und hätte seine anderen, eher Slytherin-ähnlichen Eigenschaften überschattet. Wenn er nur mit der Liebe seines Lebens nach Gryffindor einsortiert worden wäre, wäre Lily Evans, naja, wären sie dann zusammen gewesen? Wäre sie dann noch am Leben? Also, wenn das der einzige Fall wäre, in dem ich einen Zauberer Eigenschaften des rivalisierenden Hauses zeigen würde, dann wäre ich nicht ganz überzeugt, dass Hogwarts seine Schüler zu früh einsortiert. Aber ich habe in der Tat noch ein paar andere Beispiele. Schauen wir uns das mal genauer an. Das offensichtlichste Beispiel ist Hermine Granger. Ja, ich glaube, dass die Hermine Granger, eine von Harrys absolut besten Freundinnen in Gryffindor, ins falsche Haus einsortiert wurde. Denkt mal darüber nach.
Wie ist es möglich, dass die schlauste Schülerin ihres Jahrgangs in Gryffindor und nicht in Ravenclaw ist? Um ehrlich zu sein, passt sie genau in das Schema von Ravenclaw. Sie ist klug, sie ist immer mit dem Kopf in einem Buch und seien wir ehrlich, sie ist mehr als nur ein bisschen seltsam. Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass ich sie nicht unbedingt als eine der furchtlosesten Hexen betrachten würde, die wir in der Saga kennenlernen. Das soll nicht die Heldentaten von Hermine schmälern oder behaupten, dass sie unter bestimmten Umständen nicht mutig ist, aber ich denke definitiv, dass ihre Ravenclaw-ähnlichen Eigenschaften ihren Mut und alle anderen gryffindorischen Eigenschaften bei weitem übertreffen. Sie war Ravenclaw, durch und durch. Vielleicht denkst du jetzt, nun, vielleicht hat der sprechende Hut in diesem Fall nicht die beste Entscheidung getroffen. Und das könnte durchaus sein, denn sie wird von Anfang an als äußerst vorbereitet und unvergleichlich intelligent dargestellt. So oder so, ich würde argumentieren, dass es möglich ist, dass der Hut bestimmte Qualitäten in Hermine gesehen hat, die zu mehreren Häusern passen, genau wie bei Harry. Und wenn man ihr ein paar Jahre mehr gegeben hätte, um sich als kluge junge Hexe zu entwickeln, wäre es für den sprechenden Hut nur allzu klar gewesen, eigentlich unbestreitbar, welche ihrer Eigenschaften am stärksten ausgeprägt waren. Und sie war zweifellos in Ravenclaw. Wenn dir diese Einschätzung nicht gefällt, dann bereite dich auf noch mehr Unmut vor. Denn um ehrlich zu sein, finde ich auch, dass Ron nicht nach Gryffindor gehört. Und von seinem Bruder Percy will ich gar nicht erst anfangen. Es scheint mir einfach, dass Ron in dieses Haus gesteckt wurde, weil einfach alle Weasleys dort gelandet sind. Und er konnte natürlich den Gedanken nicht ertragen, nicht in Gryffindor zu sein. Was ich sicher bin, dass der sprechende Hut berücksichtigt hat, ähnlich wie bei Harry, als er ihn anflehte, ihn nicht nach Slytherin einzusortieren. Für die Mehrheit der Weasleys, das heißt Bill, Charlie, George, Fred und Ginny, bin ich mit ihrer Einstufung in Gryffindor nicht unzufrieden. Aber Ron war über weite Strecken der Saga ein riesiger Feigling, oder nicht? Er hatte eine wirklich schreckliche Angst vor Spinnen und war sogar ziemlich zimperlich, wenn es darum ging, Quidditch für das Gryffindor-Team zu spielen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber dann hat er wirklich hart daran gearbeitet, trainiert und schließlich Gryffindor geholfen, das Quidditch-Turnier im 6. Jahr zu gewinnen. Ja, das ist richtig, aber harte Arbeit ist, wie du dich vielleicht erinnerst, eigentlich eine von Hufflepuffs Eigenschaften, zusammen mit Loyalität und Bescheidenheit. Zwei weitere Eigenschaften, die meiner Meinung nach Ron besser beschreiben als eine der Gryffindor-Eigenschaften. Diese traditionellen Hufflepuff-Eigenschaften von Ron scheinen immer deutlicher zu werden, je älter Ron wird. Als er zum ersten Mal nach Hogwarts kommt, würde ich behaupten, ist er sich nicht ganz sicher, was für ihn am wichtigsten ist, außer der Tatsache, dass er einfach in Gryffindor sein muss, weil seine ganze Familie dort war. Aber wenn er später einsortiert worden wäre, wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit in Hufflepuff gelandet. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Werden Schüler in Hogwarts zu früh in ihre Häuser einsortiert? Kennt ihr andere Beispiele von Hexen und Zauberern, die vielleicht in einem anderen Haus gelandet wären, wenn der sprechende Hut sie später eingeteilt hätte? Lasst mich gerne eure Gedanken in den Kommentaren wissen. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.